Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und danke für deine nette Einführung. Ich muss mich auch nochmal entschuldigen für die Verschiebung des Vortrags. Also schön, dass Sie es trotzdem geschafft haben, heute hier zu sein. Es geht in dem Vortrag tatsächlich nicht um August Sander. Also es wird wirklich um die Vorgeschichte gehen, um 1850, hauptsächlich Frühgeschichte der Fotografie. Insofern ist es vielleicht auch nicht so schlimm, dass die Ausstellung jetzt schon zu Ende ist. Es geht mir um eine Geschichte der Ähnlichkeit. Was könnte das heißen? Also wenn man jetzt sagt, Ähnlichkeit hat eine Geschichte, was ist damit gemeint? Damit könnte zum einen gemeint sein, dass sich ändert, was man als ähnlich empfindet, dass das historischen Veränderungen unterliegt. Aber vielleicht noch wichtiger ist die Vorstellung, dass sich das Konzept der Ähnlichkeit selbst verändert. Was das heißen könnte, das versuche ich Ihnen heute vorzustellen und würde mich freuen, auch wenn wir darüber diskutieren könnten. Der Maler Eugène Delacroix war mit den fotografischen Porträts, die von ihm gemacht wurden, notorisch unzufrieden. Unter 100 Porträt-Daguerreotypien finde sich nicht eine einzige erträgliche, schrieb er. Delacroix formulierte damit ein Problem, das er mit vielen seiner Zeitgenossen teilte. Er empfand seine fotografischen Bildnisse als ihm selbst nicht ähnlich. Delacroix ist, als die Fotografie oder genauer die Daguerreotypie 1839 in Frankreich der Öffentlichkeit vorgestellt wird, genau 41 Jahre alt. Er gehört zu jenen Zeitzeugen, die die ersten Jahre der Fotografie intensiv erleben und kommentieren. Dass dieses neue Medium ihn gedanklich sehr beschäftigt hat, kann man unter anderem an seinen Tagebucheintragungen sehen. Dort gibt es ausführliche Bemerkungen zur Fotografie und ihren Medieneigenschaften. Er wird aber auch sehr früh Mitglied der Société Française de la Photographie, der ältesten fotografischen Gesellschaft der Welt, relativ ungewöhnlich für einen bildenden Künstler. Und er schreibt Artikel in der, zum Beispiel in der populären Revue des Deux Mondes, in der es auch um Fotografie geht. Warum interessiert sich ein berühmter Maler für die Fotografie? Man muss sich vielleicht noch einmal deutlich machen, in welchem Maße die Fotografie im 19. Jahrhundert eine Sensation war. Es handelte sich um Bilder, die es so noch nie gegeben hatte. Bilder, die faszinierend und rätselhaft waren. Die Fotografie wurde öffentlich diskutiert, sie wurde enthusiastisch begrüßt und sie wurde als Gefahr angeprangert. Ich zeige Ihnen hier eine frühe Karikatur, noch aus dem Erscheinungsjahr, aus dem Veröffentlichungsjahr der Fotografie 1839. Théodore Morisset heißt der Zeichner, La Daguerreotypomanie. Also schon im Veröffentlichungsjahr der Fotografie wird also festgestellt, die Fotografie löst eine wahre Manie aus. Alles dreht sich nur noch um die Fotografie. Das könnte man sich jetzt hier im Detail mal angucken. Ich habe Ihnen mal ein Detail hier vergrößert. Also da wird oben um dieses neue goldene Kalb der Fotografie getanzt zum Beispiel. Weiter links unten sieht man die Kupferstecher und Graveure, die sich jetzt alle aufhängen, weil sie keine Arbeit mehr haben. Man sieht auch schon, dass es um fotografische Porträts geht, dass die Porträtierten da unten in aufwendige Apparate eingespannt werden, um stillzuhalten. Also jetzt mal unabhängig von den einzelnen Motiven da drin, finde ich es schon mal interessant, dass das eben schon sofort die Fotografie so ein Riesenthema ist und offensichtlich die Leute wahnsinnig beschäftigt und das in der öffentlichen Wahrnehmung eine große Sache ist. Durch die Fotografie erhoffte man sich neue wissenschaftliche Erkenntnisse und über ihre Bedeutung für die Kunst wurde kontrovers gestritten. Würde sie die Kunst zu neuen Höhen führen? Oder im Gegenteil deren Ende einläuten. Delacroix nimmt in diesen erhitzten Diskussionen eine unvoreingenommene Position ein. Er interessiert sich wirklich für das neue Bildmedium und will herausfinden, was es leistet.
Und eine Eigenschaft fällt ihm eben besonders bei Porträts auf. Obwohl die Fotografie angeblich exakte Bilder der Außenwelt liefert, Gegenstände mit größter Präzision wiedergibt, erkennt er sich in den meisten seiner fotografischen Porträts kaum wieder. Das hindert ihn freilich nicht daran, sich im Laufe seines Lebens sehr oft porträtieren zu lassen. Wir haben also erstmal folgende Ausgangssituation. Es gibt ein neues Bildmedium und diesem Bildmedium wird Exaktheit, Präzision, unbestechliche Wiedergabe der Wirklichkeit zugeschrieben. Ein Beispiel in einer deutschen Besprechung im Hamburger Korrespondent einer deutschen Zeitung heißt es 1839, diese Lichtzeichnungen sind die Natur und der Gegenstand selbst. Also eine Identität, höchste Exaktheit der Bilder. Gleichzeitig produziert dieses Bildmedium in der Praxis aber Porträts, die den Porträtierten oft gar nicht ähnlich sehen. Wie kann das sein, wenn Fotografien identisch mit ihren Gegenständen sind? Es gibt da also irgendwie einen Konflikt zwischen Theorie und Praxis, zwischen den Eigenschaften, die dem Medium zugeschrieben werden, und den Alltagserfahrungen mit diesem Medium. Und dann ist da eben noch dieser dritte, auch vielleicht auch erstaunliche Umstand, dass die Porträtfotografie die beliebteste und am weitesten verbreitete Anwendung der Fotografie im 19. Jahrhundert war, obwohl eben immer wieder beklagt wurde, man erkenne sich auf ihr ja gar nicht wieder. Was macht man jetzt als Historiker, wenn man solche Konflikte und Widersprüche besser verstehen will? Man sieht sich die Quellen genauer an. Dort zeigt sich, in den Quellen zeigt sich, dass es damals eine äußerst angeregte Diskussion über die Frage gab, was Porträts, und zwar sowohl gemalte als auch fotografierte Porträts, leisten sollten. Und im Zentrum dieser Diskussion, das habe ich schon angedeutet, steht der Begriff der Ähnlichkeit. Diese Diskussion um den Begriff der Ähnlichkeit sind deshalb für die Porträtfotografie um 1850 so bedeutend, weil darin grundlegende Fragen aufgeworfen werden. Was zeigt sich von einer Person im fotografischen Bildnis? Kann die Fotografie den Menschen überhaupt auf angemessene Weise erfassen und darstellen? Oder liefert sie letztendlich nur Fragmente der Wirklichkeit? Identitäten zwar, aber eben keine Ähnlichkeit. Um diese Fragen besser zu verstehen, wird es im Laufe des Vortrags auch nötig sein, noch etwas weiter in der Geschichte zurückzugehen, in die Porträttheorie um 1800, als die Fotografie noch gar nicht existierte. Aber jetzt will ich Ihnen erstmal die für mich in diesem Zusammenhang wichtigste Quelle vorstellen. Und das ist ein Artikel, der in dieser Zeitschrift La Lumière erscheint. La Lumière, eine der frühesten fotografischen Zeitschriften. Und der Artikel trägt den Titel, das lesen, das können Sie jetzt hier quasi nicht lesen, Theorie du Portrait. Der Autor ist Francis Wey, muss Ihnen nichts sagen. Vielleicht erstmal zu den Zeitschriften. Solche Zeitschriften sind für die Fotografiegeschichte von großer Wichtigkeit, weil sich um solche Zeitschriften Gemeinschaften von Fotografieinteressierten bilden. Praktische und theoretische Fragen können da diskutiert werden, die wiederum dadurch eine breitere Öffentlichkeit finden und damit wirkmächtig werden. Vielleicht kann man ganz grundsätzlich sagen, dass es in der Fotografie und in der Kunstgeschichte natürlich immer wichtig ist, sich Bilder anzugucken, aber genauso wichtig ist es, die Institutionen in den Blick zu nehmen, die die Diskurse von diesen Bildern ermöglichen und prägen. Und diese Zeitschriften sind eben eine solche Institution. Zum Autor Francis Wey auch ein paar Worte. Der ist Jahrgang 1812, ein sehr vielseitiger Schreiber und Teil des intellektuellen Lebens in Paris. Er ist Sprachwissenschaftler, Romancier, Feuilletonist, ein Freund von Courbet, und eben einer der frühen Theoretiker der Fotografie. Seine Theorie des Porträts, die sich über 7 Spalten in der großformatigen La Lumière erstreckt, zielt auf eine Legitimierung der Fotografie als künstlerisches Medium. Damit befindet sich Wey erstmal in einer Minderheitenposition, in einer Außenseiterposition, und daher benötigt er eine
besonders gute Argumentationsstrategie. Und Dreh- und Angelpunkt seines Arguments ist der Begriff der Ähnlichkeit. Wei beginnt seinen Artikel mit einer Anekdote und ich möchte Ihnen die Anekdote kurz erzählen. Geht folgendermaßen. Ein Porträtmaler wird für ein Porträt, an dem er sitzt, immer wieder kritisiert. Schließlich hat er genug von der Kritik. Er tut so, als würde er das Porträt nochmal ganz neu beginnen. An einem bestimmten Tag bestellt er schließlich die Familie und Freunde des Porträtierten in sein Atelier ein. Die finden sich alle ein, nehmen Platz. Es ist ein abgedunkelter Raum. Vor einer schweren, damastbehängten Wand steht dieses Porträt in einem schwarzen Rahmen. In einem üppigen Rahmen. Und wieder lässt die Kritik nicht auf sich warten. Der eine findet das Bild zu dunkel, der andere zu hell. Der eine ist unzufrieden mit den Augen, der andere mit der Frisur. Man findet den Porträtierten zu alt oder zu dick geraten. Kurz, bei aller Verschiedenheit der empfundenen Mängel war man sich über einen Punkt einig, die Ähnlichkeit war unvollkommen. Und jetzt passiert das, was man erwarten kann. Das Bildnis bricht in schallendes Gelächter aus, steckt seinen Kopf aus dem Rahmen und der Porträtierte hatte die ganze Zeit hinter diesem Rahmen gesessen, als lebendiges Trompe-l'œil sozusagen. Das ist die Anekdote, mit der Wei in seine Theorie des Porträts einsteigt. Den Begriff des Trompe-l'œils verwendet er dabei in ein bisschen ungewohnter Bedeutung. Es geht jetzt nicht so sehr um einen Gegenstand im Bild, der so täuschend echt gemalt ist, dass man ihn für den wirklichen Gegenstand hält. Keine Überschreitung des Bildrahmens durch das Bild selbst also, von dem man sich gerne täuschen lässt, immer im Wissen, dass es sich um eine kunstvolle Täuschung handelt, wie hier im Gemälde des Spaniers Pere Borrell del Caso. Stattdessen zielt die Anekdote darauf ab, eine Kritik lächerlich zu machen, die so hohe Ansprüche an die Ähnlichkeit stellt, dass sie selbst mit dem Original nicht zufrieden ist. Wei aber erzählt die Anekdote nicht wegen dieser Pointe. Vielmehr ist sie ihm Anlass für eine Reflexion über das Verhältnis von Identität und Ähnlichkeit. Er selbst nämlich, sagt Wei, würde den Getäuschten recht geben. Das vorgebliche Bild sei nicht ähnlich gewesen. Nichts könne sich selbst ähnlich sein. Einem Gegenstand ähnlich zu sein, bedeutet vielmehr, in einem anderen Zustand zu existieren als der Gegenstand selbst. Zitat Wei, jeder Vergleich benötigt zumindest zwei Terme. Vielleicht erstmal erste Frage an Sie, leuchtet Ihnen das ein? Das würde ich kurz gerne mit Ihnen klären. Dieser Begriff von Ähnlichkeit, der also sagt, Ähnlichkeit ist was anderes als Identität. Ein Mensch kann sich selbst nicht ähnlich sein, sondern damit Ähnlichkeit besteht, muss ein Unterschied da sein. Leuchtet Ihnen das einigermaßen ein? Haben Sie ein Beispiel oder so, woran Sie das sich klar machen können? Zwillinge sind sich ähnlich. Und warum können sich Zwillinge ähnlich sein? Ja. Genau, aber sie sind eben auch, doch auch ein bisschen unterschiedlich, ne? Während man jetzt eben vielleicht sagen würde, bei identischen Produkten, also wenn man jetzt seriell hergestellte Produkte, dieser Computer und ein identischer Computer daneben, man würde jetzt nicht sagen, die sind sich ähnlich. Das würde man einfach nicht sagen, ne? Sondern es sind die gleichen. Also es gibt einen Unterschied zwischen Ähnlichkeit und Identität. Darauf baut jetzt das folgende Argument auf. Deshalb ist es wichtig, dass man sozusagen diesen Unterschied mitnimmt. Dass Wei die Ähnlichkeit zum Dreh- und Angelpunkt seiner Argumentation macht, ist kein Zufall. Handelt es sich dabei doch um einen zentralen Begriff der zeitgenössischen Ästhetik. Wenn er zeigen will, dass die Fotografie ein geeignetes Medium für Porträts ist, und das will er zeigen, dann muss er beweisen, dass sie dazu in der Lage ist, Ähnlichkeit herzustellen.
Allerdings wird, wie ich im Folgenden deutlich machen möchte, gerade der Fotografie ein schwieriges Verhältnis zur Ähnlichkeit bescheinigt und daher geht Weil damit auch ein gewisses Wagnis ein. Ich hatte bereits darauf hingedeutet, dass sich die frühen Kommentatoren der Fotografie weitgehend einig waren, dass die fotografischen Bilder in einem erstaunlichen Maße mit ihren Gegenständen übereinstimmten. Auch Weil hebt das hervor, wenn er schreibt, Zitat, es ist allgemein bekannt, dass die Fotografie ein Gesicht mit mathematischer Genauigkeit reproduziert. Übrigens jetzt einfach eine Porträt-Daguerreotypie aus den Millionen von Porträt-Daguerreotypen. Das ist jetzt eine, die im Metropolitan Museum aufbewahrt wird. Unbekannter Fotograf und unbekannter Porträtierter, dass man ein Bild vor Augen hat hier. Also es ist allgemein bekannt, dass die Fotografie ein Gesicht mit mathematischer Genauigkeit reproduziert, sagt Weil. Und weiter, es ist die Figur selbst, die sich abzeichnet und so wieder zum Leben erweckt wird, wie sie ist. Man sieht an dieser Formulierung auch, dass Weil schon auf einen Topos hinweist. Also wenn er sagt, es ist allgemein bekannt, dass die Fotografie ein Gesicht mit mathematischer Genauigkeit wiedergibt, dann gibt es sozusagen eine verbreitete Meinung über die Fotografie schon wieder. Andere Stimme vielleicht Samuel Morse, der Erfinder des Telegraphen, der aber gleichzeitig auch ein erfolgreicher Porträtmaler war, als er die Fotografie zum ersten Mal sah, war er davon überzeugt, nicht Kopien der Natur vor sich zu haben, sondern Teile der Natur selbst. So attraktiv diese Rhetorik einer perfekten Mimesis oder sogar einer Identität von Gegenstand und Bild gewesen sein mag, für die Gattung des Porträts steckte hierin eine Schwierigkeit. Die philosophische Ästhetik hatte besonders in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hart daran gearbeitet, die Nachahmung der äußeren Wirklichkeit als Ziel der Kunst herabzusetzen. Daniel Spanke beschreibt in seiner 2004 erschienenen Studie zur Geschichte des Porträts, wie die Porträtmalerei zu einem der bevorzugten Felder wurde, auf denen man diese Auseinandersetzung führte. Und ich gehe jetzt eben, wie angekündigt, ein bisschen nochmal in die Zeit zurück, in die Zeit um 1800, also vor der Fotografie. Fotografie existiert noch nicht. Also was ich Ihnen jetzt erzähle, bezieht sich auf Porträtmalerei. Ist aber wichtig später für die Diskussion um den Status der Fotografie. Als Gebrauchskunst, die von einem engen Verhältnis zwischen Auftraggeber und Maler geprägt war, hatte sich in der Malerei schon seit geraumer Zeit die Unterscheidung zwischen verdienten und nur verdienenden Porträtmalern eingebürgert. Zwischen wahren Künstlern einerseits also und andererseits solchen Malern, die ihre Modelle angeblich nur in industrieller Manier kunstlos abpinselten. Hegel zog den noch im 18. Jahrhundert sehr geschätzten Maler Balthasar Denner als besonders abschreckendes Beispiel heran. Für eine übergenaue Porträtmalerei, die zwar jedes Härchen, jede Pore, jede Narbe kopiere, die Lebendigkeit menschlicher Physiognomie aber völlig verfehle. Zitat Hegel, je ähnlicher das Nachbild dem natürlichen Vorbild ist, so schreibt er in der Ästhetikvorlesung, desto eher wird es frostig und kalt und Freude und Bewunderung verkehren sich in Überdruss und Widerwillen. Es gibt Porträts, welche, wie geistreich gesagt worden ist, bis zur Ekelhaftigkeit ähnlich sind. Mit diesem fast körperlichen Widerwillen gegen übergroße Ähnlichkeit stand Hegel nicht alleine da. Spanke hat gezeigt, wie verbreitet solche Abwertungen um 1800 waren. Schon Schelling hatte darauf bestanden, dass die Porträtkunst ihre sklavische Nachahmung der äußeren Wirklichkeit aufgeben müsse, wenn sie das Innere der Gestalt sichtbar machen wolle. Er forderte, dass das Porträt nicht nur Nachahmerin, sondern zugleich Dolmetscherin der Natur werden müsse und skizzierte das Ideal der Porträtkunst 1804 so. Die wahre Kunst des Porträts würde darin bestehen, die auf die einzelnen Bewegungen und Momente des Lebens zerstreute Idee des Menschen in einem Moment zusammenzufassen
und auf diese Weise zu machen, dass das Porträt dem Menschen, das heißt die Idee des Menschen, ähnlicher sei, als er sich selbst in den einzelnen Momenten. So, das ist erstmal eine bemerkenswerte Formulierung. Das Porträt muss dem Menschen ähnlicher sein, als er sich selbst. Können Sie das nachvollziehen, wie das hier funktionieren soll? Haben Sie eine Idee? Also wie kann das Porträt das leisten? Wie kann das Porträt dem Menschen ähnlicher sein als der Mensch sich selbst? Das ist eine extrem hohe Anforderung an das Porträt. Aber was ist die Idee dahinter? Können Sie das hier rauslesen? Ja? Das scheint die Idee zu sein. Sagen Sie mal. Genau, wie eine Art Verdichtung. Ja. Also ja? Ja, wahrscheinlich schon, genau. Also die Anforderungen an die Porträtmaler werden damit unheimlich hoch. Es ist natürlich erstmal ein Ideal, was formuliert wird, was jetzt die Frage ist, ob das überhaupt eingelöst werden kann. Aber es ist dann ein Ideal, mit der die Porträtmalerei irgendwie umgehen muss. Aber es geht eben so um so eine Art synthetisches Bild, kann man, glaube ich, sagen, nicht? Also eine Art zusammengesetztes Bild. Wir selber sind in jedem einzelnen Moment, haben wir eben nur einen bestimmten Ausdruck und sehen auf eine bestimmte Art und Weise aus. Und das wird jetzt sozusagen abgewertet, das entspricht uns nicht mehr vollständig. Und das Porträt, wie jetzt gerade schon gesagt wurde, soll sozusagen mehrere dieser Momente idealerweise zusammenführen und damit den Menschen in seiner Gänze zeigen oder eben das Innere des Menschen. Hier zeigt sich aber eben auch die völlige Umwertung, die das Konzept der Ähnlichkeit seit 1800 erfährt. Also Ähnlichkeit heißt jetzt eben nicht mehr nur einem Menschen in einem bestimmten Moment ähnlich zu sein, sondern diese sehr anspruchsvolle Vorstellung von Ähnlichkeit setzt sich durch. Ich führe das nochmal aus. Also wie ändert sich Ähnlichkeit? Das betrifft zum einen die Frage, worauf sich Ähnlichkeit bezieht. Zum einen im Gegensatz zu einer äußeren Wirklichkeit auf das Innere des Menschen, auf seinen Charakter und auf seine Seele. Und von Schelling wird eben die zeitliche Komponente der Ähnlichkeit hervorgehoben. In jedem einzelnen Moment war man sich selbst immer nur mehr oder weniger ähnlich. Erst wenn man Ähnlichkeit als synthetische Kategorie fasste, als etwas, das eine Differenz zum momenthaften Äußerlichen voraussetzt, konnte man Schelling zufolge zu einer anspruchsvollen Porträtkunst kommen. Hautporen und einzelne Härchen waren in Porträts daher nicht nur an sich eklig, sondern vor allem auch deshalb, weil sie dem Falschen ähnelten, der unwesentlichen, akzidentellen, momentanen Oberfläche des Menschen, die damit zur leblosen Hülle wurde. In den Bildnissen des sogenannten Porendenners, so wird hier Denner dann genannt, deren Vollendung ehemals die Bewunderung von Kunstkennern auf sich gezogen hatte und die kaiserliche Bildergalerien schmückten, standen den idealistischen Ästhetikern nur noch tote Masken gegenüber. Das kann man an Denner wirklich sehr, sehr schön nachvollziehen. Denner ist Mitte des 18. Jahrhunderts ein äußerst beliebter und erfolgreicher Porträtmaler. Und er wird eben um 1800 in diesen ästhetischen Theorien zum Paradebeispiel von einer völlig verfehlten Porträtkunst, die sozusagen genau das Gegenteil von dem macht, was der Porträtmaler eigentlich machen soll. Das taucht in fast allen Texten, taucht immer wieder Denner auf. Ist ganz lustig. Dieser neue Begriff von Ähnlichkeit war also vor der Veröffentlichung der Fotografie formuliert und so stand er 1839 bereit, um der Fotografie das Leben schwer zu machen. Was Schelling gefordert hatte, zitiere nochmal, die auf einzelnen Bewegungen und Momente des Lebens zerstreute Idee des Menschen in einem Moment zusammenzufassen, das schien das genaue Gegenteil von dem zu sein, was die Daguerreotypie tat, die doch aus dem Fluss des Lebens gerade einen mehr oder weniger zufälligen Moment herauslöste.
Die frühesten Kommentatoren der Fotografie waren sich folglich unsicher, ob das neue Medium überhaupt für die Porträtkunst taugte. Die Daguerreotypie schreibe lediglich die leblose Natur ab, hieß es. Die Beobachtung der lebenden Natur und der Geist, diese zu fassen, sei ihr hingegen fremd. Ralph Waldo Emerson notierte Anfang der 1840er Jahre die weit verbreitete Enttäuschung, wenn man das Ergebnis einer Porträtsitzung in den Händen hielt. You held the portrait of a mask instead of a man. Nahtlos übertrug man die vormals der Malerei vorbehaltene Kritik, also nur noch tote Masken zu produzieren, auf die Fotografie. Zwar wissen wir, dass das Porträt in den ersten Jahren der Fotografie die wahrscheinlich erfolgreichste Anwendung des neuen Mediums war. Der Andrang auf die immer zahlreicher werdenden Fotostudios war riesig. Doch der philosophischen Ästhetik dienten diese Bilder vor allem als Bestätigung ihres neuen anspruchsvollen Begriffs von Ähnlichkeit, der eben gegen die, wie mir das gesagt wurde, geistlose Kopie gerichtet war. Und man hat jetzt sozusagen zwei Pole, zwei neue Pole, nämlich Ähnlichkeit und Identität. Zwei wichtige Begriffe, Ähnlichkeit und Identität. Und mit beiden Begriffen verbinden sich ganze Begriffsfelder. Mit der Ähnlichkeit verbindet sich Interpretation, Lebendigkeit, Wahrheit. Mit der Identität verbindet sich geistlose Kopie, Leblosigkeit, Unwahrheit. Die Fotografie befindet sich auf der Seite der Identität. Explizit wurde das bei Rudolf Töpfer, der als Zeichner und Karikaturist unmittelbar mit der Frage, wie Ähnlichkeit herzustellen sei, konfrontiert war. Töpfer ist eine ganz interessante Figur. Der ist Professor für Ästhetik in Genf, aber auch Zeichner. Und eben er wird heute als einer der Erfinder des Comicstrips gefeiert, weil er eben eine neue Form von Erzählung, von Narration erfunden hat, die Bild und Text kombiniert. Auch Töpfer bewiesen die zahllosen fotografischen Porträts nur, dass die Fotografie nichts als rohe Identität produziere. Ähnlichkeit aber müsse die reine Abbildhaftigkeit hinter sich lassen. Man sieht an seinen eigenen Zeichnungen, was er damit meint. Rechts ist ein Selbstporträt und links ist so eine Seite aus einem Traktat über Physiognomie, was er geschrieben hat. Einige wenige Striche reichen aus, um jemanden im Bild erkennbar werden zu lassen. Nichts ist hier genau, es geht nicht um Präzision oder Detailreichtum, sondern darum, eine Vorstellung einer Person zu evozieren. Dafür braucht es eine Differenz zwischen Bild und Vorbild. Das hatten wir, glaube ich, schon, dass diese Differenz eben entscheidend ist. Hier wird die natürlich sehr deutlich, dass es eine starke Differenz gibt zwischen diesem Selbstporträt von Töpfer und Töpfer selbst. Die unterscheiden sich sehr, sehr stark, aber gerade das produziert in den Augen von Töpfer eben Ähnlichkeit. Die Eigenschaften der Identität und der Ähnlichkeit hätten somit nichts miteinander zu tun, so Töpfer. Die fotografische Platte, kalt und stumm, produziere durch ihre materielle Treue aber nichts als simple Identität. Zitat Töpfer, keine Maschine, und mag sie noch so vollkommen sein und wunderbare Leistungen vollbringen, kann jemals das geringste Phänomen produzieren, das der Ähnlichkeit und damit der Kunst angehört. Schlecht für die Fotografie. Vielleicht ganz kurze Zwischenbemerkung. Wir hatten ja schon gesehen, dass es auch in der Malerei Auseinandersetzungen darüber gab, ob Porträts ähnlich waren oder nicht. Und man kann tatsächlich eben auch sagen, dass die Geschichte der Porträtmalerei voll ist von unzufriedenen Porträtierten und von beleidigten Malern. Das ist hier ein ganz schönes Dokument. Ich glaube, das Bild existiert nicht mehr oder vielleicht in irgendeiner obskuren Privatsammlung. Deshalb hab ich nur diese komische Schwarz-Weiß-Abbildung dieses Gemäldes. Aber die Geschichte geht so. Thomas Hudson, sehr wichtiger englischer Porträtist, berühmter Porträtist im 18. Jahrhundert, kriegt von Miss Irons, gefeierte Schönheit, den Auftrag, eben sie zu porträtieren. Und er macht das.
Miss Irons ist sehr unzufrieden mit dem Ergebnis und lässt das Bild wieder zurückgehen an den Maler. Und der Maler ist darüber so empört, dass er ihr Gesicht mit diesem anderen, mit diesem Trompe-l'œil eines anderen Porträts übermalt. Das soll, da ist sich die Forschung ein bisschen unsicher, aber die Geschichte geht so, das soll ein Porträt von Thomas Mudge, einem damals berühmten Uhrmacher sein. Und angeblich sagt Hudson, das wäre der klügste Mann, den er kenne, und das würde so ein, das würde ein bisschen Verstand in den Kopf von Miss Irons bringen. Ist natürlich eine Geschichte, über die man länger was erzählen kann. Sind auch interessante so Gender Codes am Werk in dieser Story. Aber darum geht's mir jetzt hier nicht so, sondern um nochmal zu zeigen, es gibt diese Auseinandersetzung über Ähnlichkeit und Unähnlichkeit. Aber da geht es nie darum, ob das Medium selber in der Lage ist, das Medium Ölmalerei selber in der Lage ist, Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit herzustellen. Sondern es geht darum, sind die Porträtierten zufrieden oder nicht, erkennen die sich wieder, sind das fähige Maler oder nicht. Aber es geht eben nicht um die Medieneigenschaften der Malerei. Niemand sagt, die Malerei ist nicht dazu in der Lage, Ähnlichkeit herzustellen. Jetzt, wenn es um Fotografie geht, in der Fotografiediskussion verschiebt sich diese Diskussion. Und es geht auf einmal um die Medieneigenschaften der Fotografie. Es wird also argumentiert, die Fotografie ist als Medium nicht dazu geeignet, Ähnlichkeit herzustellen. Das ist eine interessante Verschiebung, woran man aber auch nochmal sehen kann, was sowieso für die Geschichte der Fotografie interessant ist, sobald die Fotografie auf den Plan tritt, werden diese Mediendiskussionen insgesamt sehr, sehr stark. Also auch die Malerei muss sich auf einmal rechtfertigen, was sie für mediale Eigenschaften hat und was sie eigentlich kann und was sie nicht kann, Fragen, die davor gar nicht so in den Blick kamen. Aber weil die Fotografie sozusagen da ist und man sich dagegen wehren muss oder davon absetzen muss oder sagen muss, warum man selber Kunst ist und das andere nicht Kunst ist, werden auf einmal sehr stark diese Medieneigenschaften diskutiert. Okay, vielleicht noch mal ganz kurz dieses Zitat von Töpfer in Erinnerung bringen. Keine Maschine, und mag sie noch so vollkommen sein und wunderbare Leistungen vollbringen, kann jemals das geringste Phänomen produzieren, das der Ähnlichkeit und damit der Kunst angehört. Das ist jetzt die ungünstige Ausgangslage, mit der sich Francis Wey konfrontiert sieht, als er 1851 seinen Legitimierungsversuch der künstlerischen Porträtfotografie unternahm. Sich gegen diesen neuen anspruchsvollen Begriff von Ähnlichkeit zu stellen, wäre wohl aussichtslos gewesen. Und so definierte Wey ganz im Einklang mit der ästhetischen Theorie, das schreibt er jetzt selber in seiner Theorie du Portrait, Ähnlichkeit ist nicht die mechanische Reproduktion, sondern eine Interpretation, die das Bild eines Gegenstandes so für die Augen übersetzt, dass der Geist ihn sich mit Hilfe der Erinnerung vorstellen kann. Folglich unterscheidet sich die Ähnlichkeit vom materiellen Faktum. Also Wey folgt eigentlich jetzt total der ästhetischen Theorie und diesem neuen Begriff von Ähnlichkeit und betont auch, Differenz ist notwendig. Nicht materielle Identität, sondern es muss sich, wenn was ähnlich ist, muss es sich unterscheiden. Interpretation ist wichtig. Nur scheinbar spielte Wey den Kritikern der Fotografie dabei in die Hände. Denn wo Töpfer kategoriale Unterscheidungen machte und versuchte, allgemeine Medieneigenschaften der Fotografie festzulegen, sah Wey sich die Bilder genau an. Und dabei entdeckte er eine interessante Anomalie. Es gab sowohl sehr ähnliche fotografische Porträts als auch völlig unähnliche. Also gemeint damit ist, Porträts, die von den Porträtierten als ähnlich empfunden wurden und welche, die als völlig unähnlich empfunden wurden. Ganz faktisch war die Fotografie also in der Lage, Ähnlichkeit und Unähnlichkeit herzustellen. Wie konnte das sein, wo sie doch bekanntermaßen ein Gesicht mit mathematischer Exaktheit reproduzierte? Sowohl Alltagslogik als auch Ästhetik schienen hier empfindlich gestört. Der ästhetischen Theorie widersprach die Gleichung von Exaktheit und Ähnlichkeit. Der Alltagslogik wiederum wollte es nicht so recht einleuchten, dass so genau reproduzierte Gegenstände nicht ähnlich sein konnten. Aber wie wir schon gesehen hatten, in der Praxis passierte es häufig, dass sich die Porträtierten auf ihren Bildnissen selbst nicht wiedererkannten. Das ist uns auch schon bei Delacroix begegnet.
Indem Wei also eine Alltagserfahrung ernst nahm, wendete er das ästhetische Argument gegen die Fotografiekritiker. Wenn Fotografien ähnlich sein konnten, mussten sie der Definition zufolge mehr sein als nur mechanische Reproduktionen. Weil sie es aber nicht immer waren, braucht es offenbar ganz ähnlich wie in der Malerei künstlerische Fähigkeiten. Damit eröffnete er der Fotografie und ihren Produzenten einen Raum, in dem sie sich entfalten konnten. Folglich erfordert die Daguerreotypie ungeachtet ihrer Präzision die Fähigkeit zur Interpretation. Und das ist jetzt, glaube ich, so das zentrale Argument. Zum einen, dass die Fotografie eben trotz ihrer Präzision eine Differenz zum dargestellten Gegenstand erzeugen kann und die nicht einfach nur geistlos kopiert. Zum anderen aber, dass sie wieder, wie die Malerei auch, einen fähigen Künstler erfordert, um Ähnlichkeit herzustellen. Um den wahren Charakter des Porträtierten zu erkennen und im Bild sichtbar zu machen, müsse unter den zahlreichen Erscheinungsweisen einer Person derjenige Ausdruck gefunden werden, der ihrer Individualität am besten entsprach, erläuterte der in Philadelphia arbeitende Studiofotograf Marcus Aurelius Root einige Jahre nach Wei. Praktisch lief das wie in der Porträtmalerei auf konventionelle Posen hinaus. Schließlich erforderte Individualität nicht nur Eigenständigkeit, sondern auch Wiedererkennbarkeit. Anders als der Maler war der Fotograf dabei jedoch mit dem Problem konfrontiert, dass er von seinem Modell nicht abweichen konnte. Roots Handbuch, das zeige ich Ihnen jetzt hier mal die Titelseite da draus, Roots Handbuch, das erscheint 1864, ist ein Monument des Problems der Ähnlichkeit, behandelt es doch auf 450 Seiten fast ausschließlich die Frage, wie der Fotograf die mechanische Exaktheit seines Mediums transzendieren könne. Ich zitiere mal Root auf Englisch. Mere likeness without difference becomes distasteful sameness or dull uniformity. Just as mere variety without likeness would be intolerable. Also immer wieder die Betonung, die Fotografie muss irgendwie Differenz herstellen. Selbst für einen Fotografen, der mehrere tausend Likenesses im Jahr produzierte, blieb die Ähnlichkeit eine fragile Angelegenheit. Ich komme schon langsam zum Schluss. Worum geht es bei den Auseinandersetzungen um fotografische Ähnlichkeit in der Mitte des 19. Jahrhunderts? Es geht um eine Umdeutung der Medieneigenschaften der Fotografie. Während ihr von Beginn an die Fähigkeit zugesprochen wurde, Identität herzustellen, wollen Wei und seine Kollegen nun nachweisen, dass sie in der Lage ist, Differenz zu erzeugen. Ich habe versucht zu zeigen, dass dabei das Erbe der idealistischen Ästhetik eine wichtige Rolle spielt. Um 1800 werden Nachahmung und Identität in der Malerei abgewertet. Stattdessen wird ein neuer Ähnlichkeitsbegriff etabliert, der auf eine Differenz des Porträts mit der nun nur noch als oberflächlich und augenblickshaft beschriebenen äußeren Erscheinung einer Person abzielt. Die Abwertung dieses Paradigmas der Nachahmung konnte ich jetzt hier nur andeuten. Das ist natürlich ein größeres, noch mal ein größeres Thema. Das hat natürlich auch viele andere Gründe, unter anderem die zeitgleiche, also um 1800 erfolgende Aufwertung der Künstlerindividualität. Aber heute ging es mir erst einmal darum, dass die Fotografie mit diesem idealistischen Erbe zu kämpfen hat. Ihr wird ganz generell als Medium die Fähigkeit abgesprochen, Ähnlichkeit und damit anspruchsvolle, kunstwürdige Porträts herzustellen. Und dafür spricht ja tatsächlich auch erstmal viel, denn wenn man, wie Schelling sagt, dass Ähnlichkeit ein synthetisches Bild erfordert, das den einzelnen Moment transzendiert, dann hat die Fotografie schlechte Karten. Aber die Strategie von Wei finde ich spannend. Er verlässt sich eben nicht so sehr auf die topischen Aussagen über die Fotografie, sondern er guckt genau hin, geht von der Alltagserfahrung aus, dass es sehr unterschiedliche fotografische Porträts gibt. Einige werden als ähnlich empfunden, andere nicht.
Und weil nicht alle Fotos desselben Gegenstandes gleich sind, scheint die Fotografie eben doch in der Lage zu sein, Differenz zu ihrem Gegenstand zu erzeugen. Man kann, glaube ich, auch sagen, dass Weys Ansatz damit durchaus mit modernen Medientheorien übereinstimmt, die davon ausgehen, dass Medien eben nicht neutral sind, nicht einfach nur Informationen oder Bilder übermitteln, sondern diese Informationen und Bilder überhaupt erst formieren und auf ihre jeweils spezifische Art der menschlichen Wahrnehmung zugänglich machen. Die Fotografie ist kein transparentes Medium, auch wenn über diese Frage in den 1980er Jahren noch einmal sehr ernsthaft gestritten wurde. Es gibt einen Aufsatz von dem Philosophen Kendall Walton von 1984, Transparent Pictures heißt er, wo Walton argumentiert, die Fotografie ist ein transparentes Medium. Wenn wir auf eine Fotografie gucken, dann sehen wir die Gegenstände selbst, die da dargestellt sind. Gegen diese Position ist dann ganz heftig argumentiert worden. Da gibt es dann also eine große Auseinandersetzung. Und die heutige Fototheorie geht eher davon aus, dass es ganz im Sinne von Francis Weys die von der Fotografie erzeugte Differenz zu ihren Gegenständen ist, die das Medium überhaupt interessant macht und auch so erfolgreich hat werden lassen. Deshalb komme ich jetzt ganz am Schluss nochmal auf Eugène Delacroix zurück, der nämlich wie kaum ein anderer auf dieser Differenz bestanden hat. Die Fotografie, schreibt er 1850, zeichne sich gerade dadurch aus, dass sie uns einen Gegenstand oder eine Person ganz anders wahrnehmen lassen, als wir es gewohnt sind. So hebe sie beispielsweise manche Details hervor, die uns sonst gar nicht auffielen. Die Fotografie müsse als eine Übersetzerin verstanden werden, die uns in die Geheimnisse der Natur einweihe. Es war der Blick auf fotografische Porträts, der Delacroix erstaunen ließ, wie lose der Geist eines Menschen mit seinen ständig wechselnden Gesichtsausdrücken zusammenhing. Zitat: Wer von uns hat nicht 100 Gesichter? Wird mein Porträt von heute Morgen dasjenige von heute Abend, von morgen sein? Nichts wiederholt sich, in jedem Augenblick ein neuer Ausdruck. Vielleicht war das eines der Geheimnisse, das sich Delacroix erst durch die Fotografie erschloss. Vielen Dank. Applaus